Von Zeit zu Zeit. Ein Hörspiel von Andreas Strohmeier. Also, wenn ihr den Zug in die Stadt noch erreichen wollt. Danke, mein Schatz. Wir sind ja schon fertig. Nicht wahr, Julia? Klar, Opa. Und Karl, vergiss bitte nicht, dass du auch nicht mehr der Jüngste bist. Keine Sorge, Oma. Ich bin noch dabei. Ich passe auf Opa auf. Siehst du, es kann mir nichts geschehen. Na bitte, haben wir doch noch gut geschafft. Ja, und wann kommen wir an? Knapp 20 Minuten noch. Dann haben wir den Hauptbahnhof erreicht. Dort steigen wir in die Straßenbahn um. 3 Stationen, also spätestens um 2:30 sollten wir am Zoo ankommen. Und dann gehen wir zu den Löwen. Keine Sorge, wir werden genug Zeit für deine Löwen haben. Julia, komm. Hier geht es zur Straßenbahn. Aber Opa, schau doch mal der silberne Mann da hinten. Was der macht. Ach so. Das nennt man Pantomime. Es bedeutet, dass... Opa, was ist mit dir? Oh. Geht schon wieder. Tief durchatmen. Ich rufe die Sanitäter. Nein, nicht. Es war nichts. Ich muss mich nur etwas setzen. Dann geht es wieder. Dort ist eine Bank. Kommen Sie, ich stütze Sie. Ja, danke. Soll ich wirklich niemanden rufen? Danke. Danke für Ihre Hilfe. Aber bitte, belassen wir es dabei. Es war einfach nur ein Schreck. Mehr nicht. Ein Schreck? Aha. Aber gut, ich will mich nicht aufdrängen. Falls doch noch etwas sein sollte, zögern Sie nicht, mich oder einen meiner Kollegen anzusprechen. Das werde ich machen. Opa? Ja? Kanntest du den Mann? Welchen Mann? Den Pantomimen? Nein, den kenne ich nicht. Nein, nicht den. Der Mann, der davor vorbeiging. Der da stehen blieb und uns grüßte. Ach, das hat nichts zu bedeuten. Bei so vielen Menschen hier am Bahnhof. Wenn da jemand stehen bleibt und nickt. Wer weiß, wen der wirklich meinte. Der Mann hat aber dich angeguckt. Und dann mich. Vielleicht eine Verwechslung. Ach, was soll's. Ja, du hast ja recht, Julia. Der Mann meinte mich. Wer war das? Ein Freund? Freund? So würde ich ihn nicht unbedingt bezeichnen. Was dann? Ja, das ist schwer zu erklären. Es ist schon so lange her und du würdest es vermutlich sowieso nicht verstehen. Aber ich bin doch schon groß. Ja, sicher. Du bist schon ganz schön groß. Ja, na gut, wahrscheinlich hast du eine Erklärung verdient. Aber du musst mir versprechen,
dass du Oma nichts davon erzählst. Kein Wort, ja? Oh ja, ein Geheimnis. Ja, unser Geheimnis. Doch wo fange ich am besten an? Das ist schon so lange her. Damals fuhren sogar noch Dampfloks. So richtige Dampflokomotiven? Ja, damals, als ich Student war, gab es noch viele davon. Mein Gott, wie lange habe ich schon nicht mehr an meine Studienzeit gedacht. Und an das seltsame Ereignis. Hat das mit diesem Mann zu tun? Ja, hat es. Es geschah in dem Jahr, in dem der alte Bibliothekar plötzlich verstarb. Die Universität setzte zwar schnell einen Nachfolger ein, doch es stellte sich heraus, dass der verstorbene Bibliothekar ein etwas, nun sagen wir, eigenwilliges Ordnungssystem pflegte. Sein Nachfolger wollte daher schnellstmöglich ein neues, modernes System in der Bibliothek einführen. Mit Hilfe einiger Studenten führte er eine komplette Bestandsaufnahme der Universitätsbibliothek durch. Und einer dieser Studenten war ich. Dann gab es dort also auch so einen großen Bücherschrank wie deinen? Von wegen. Hunderte von Schränken in vielen verschiedenen Räumen. Und du weißt ja, wie sehr ich Bücher mag. Ja, Oma sagt immer Staubfänger. Ja. Ja, besonders die Alten. Und damals in der Bibliothek gab es sehr viele, sehr alte Bücher. Es gab sogar alte Bücher, die in verschlossenen Räumen lagerten. Warum? Waren die Bücher gefährlich? Gute Frage. Es hieß damals immer, diese Bücher wären zu alt, zu wertvoll oder in einem sehr schlechten Zustand und müssten deshalb erst einmal restauriert werden. Naja, teilweise stimmte das auch, wie ich später selbst feststellte. Denn für mich war die Mitarbeit eine gute Gelegenheit, auch auf diese verschlossenen Bücher einen Blick werfen zu können. Und? Waren spannende Bücher dabei? Oh ja, so kann man das sagen. Ich fand ein sehr, sehr altes Traktat mit einem äußerst spannenden Inhalt. Was ist ein Traktat? Das sind sehr alte, meist nur kürzere Texte, die sich mit nur einem einzigen Thema beschäftigten. Teilweise handelte es sich sogar um Anleitungen, wie man etwas Bestimmtes herstellen kann. Allerdings wurden diese meist in sehr seltsamer Ausdrucksweise beschrieben, sodass wir heute rätseln, was genau damit gewesen sein könnte. Daher glauben heute viele Forscher, es handele sich bei diesen vielen alten Traktaten nur um fantasievolle Aberglauben. Andere glauben hingegen, die darin festgehaltenen Gedanken könnten Wissen enthalten, die unser heutiges Wissen sogar noch übertreffen, weil es im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Das Traktat, das ich damals in den Händen hielt, enthielt eine Anleitung, wie man das Elixier des langen Lebens herstellt. Und was ist ein Elixier? In diesem Falle eine Flüssigkeit, die das Altern aufhält und das Leben ganz erheblich verlängern sollte. Dass man nicht mehr sterben muss? So wurde es jedenfalls beschrieben. Bei jedem? Oh, ich denke schon. Warum? Weil Papa gesagt hat, dass du vielleicht nicht mehr lange machen wirst. Ja, gut, dass das nicht mein Sohnemann zu entscheiden hat. Aber mit dem Elixier musst du dann nicht mehr sterben? Ja, das stand dort tatsächlich beschrieben. Aber das wäre natürlich eine Sensation. Denn die meisten Menschen glauben nicht, dass so etwas überhaupt möglich sein könnte. Und du? Glaubst du daran? Doch. Heute glaube ich es. Aber das war nicht immer so. Damals war ich zwar sehr begeistert über meinen Fund, merkte aber schnell, dass ich der Einzige war, der diesen Text überhaupt ernst nahm. Je mehr ich andere davon zu überzeugen versuchte, desto mehr wurde ich von ihnen verlacht. Das war nicht angenehm.
Wieso? Wollten die nicht lange leben? Ja, das könnte man glatt glauben. Doch so schnell habe ich natürlich nicht aufgegeben. Ich suchte alles zusammen, was ich zu diesem Thema finden konnte. Dabei stieß ich auf einen Herrn Professor Krenzworth. Dieser Mann wurde als der Experte auf diesem Gebiet beschrieben und hatte wohl auch schon umfangreiche Forschung dazu betrieben. Wenn mir also jemand helfen könnte, dann der, dachte ich. Was meinst du, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich eines Tages erfuhr, dass er an unsere Universität kommen würde, um einen Gastvortrag zu halten? Das war die Gelegenheit für mich. Dann hast du ihn also gefragt? Ja, ganz so einfach war es leider nicht. Ich meldete mich für den Fahrdienst und bekam schließlich die Aufgabe, den anreisenden Professor spätabends vom Bahnhof abzuholen. Sehen. 22.10 Uhr. Sehr gut, das passt. Der Zug mit dem Professor müsste gleich da sein. Wie seltsam still es ist. Nachts am Bahnhof. Kein Mensch weit und breit. Nicht mal die Geräusche der Stadt sind hier zu hören. Sogar das Klacken der Zeiger der Bahnhofsuhr ist gut zu hören. Die Zeiger selbst scheinen wie festgefroren. Die Zeit selbst scheint regelrecht stillzustehen. War das wirklich nur eine Minute? Mir kommt es wie eine halbe Ewigkeit vor, bis der Zeiger umsprang. Ah, das muss der Zug sein. Professor aussteigen? Hinten? Vorne? Ich stelle mich in die Mitte des Bahnsteigs, dann habe ich alles gut im Blick. Ah, da! Ah, nein, doch nicht. Professor Krenzworth ist deutlich älter. Das ist er nicht. Ja, der auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Professor mit so viel Gepäck reist. Ah, das muss... Nein, das ist nur der Schaffner. Aber wo bleibt der Professor? Übersehe ich etwas? Nein, nur diese zwei Türen haben sich geöffnet. Links der elegant gekleidete Gentleman und der kräftige Hühne. Wahrscheinlich gehören sie zusammen. Und rechts der Schaffner, der sich gelangweilt umschaut. Niemand sonst steigt aus. Wie kann das sein? Ist das der falsche Zug? Oder ist Professor Krenzworth woanders ausgestiegen? Das darf doch nicht wahr sein. Was mache ich jetzt? Guten Abend, der Herr. Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Wie bitte? Nein. Ich wüsste nicht wie. Aber trotzdem danke. Sie erwarten jemanden? Ja. Ich sollte einen Herrn Professor Krenzworth abholen. Er hätte in diesem Zug sein müssen. Ach, etwa der Professor Eugen Krenzworth? Sie kennen ihn? Soll ich die Koffer verladen, mein Herr? Ja, George. Bitte laden Sie das Gepäck in mein Automobil.
Jawohl, mein Herr. George wird einige Zeit benötigen, um unser Gepäck in das Automobil zu verladen. Und Ihr Professor ist offensichtlich noch nicht erschienen. Es sieht also ganz danach aus, als wenn wir die Gelegenheit zu einer kleinen Plauderei hätten. Wollen wir uns setzen? Um Ihre Frage zu beantworten, der gute Professor ist mir tatsächlich recht gut bekannt, denn seine Arbeiten behandeln ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt, sozusagen. Das Elixier des langen Lebens? Ja, unter anderem. Und Sie? Was halten Sie davon? Ich... also... Ah, Sie wollten mit dem Professor darüber reden. Woher wissen Sie das? Das lag nahe. Naja, ich habe einen sehr alten Text gefunden, in dem ganz genau erklärt wird, wie man es herstellt. Ich weiß. Wie bitte? Es gibt viele Texte, die mal mehr, mal weniger deutliche Anleitungen dazu beinhalten. Sie glauben nicht daran? Gewiss. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Aber warum zweifeln Sie eigentlich daran? Das tue ich doch gar nicht. Doch, doch. Sehr sogar. Wie kommen Sie zu dieser Behauptung? Wann haben Sie damit begonnen, das Elixier herzustellen? Bisher noch gar nicht. Das meine ich. Anstatt mit der Herstellung zu beginnen, sind Sie lediglich damit beschäftigt, die Meinung anderer dazu einzuholen. Sie lesen Bücher, stellen Fragen, versuchen andere zu überzeugen, aber Sie stellen es nicht her. Warum bedeutet Ihnen die Meinung anderer so viel? Ist die Existenz des Elixiers etwa von der Meinung anderer abhängig? Wie können Sie so etwas behaupten? Wissen Sie, wenn man so viel herumkommt wie ich, dann sieht man eines immer wieder ganz deutlich. Wir haben alle unseren eigenen Weg zu gehen, nicht den der anderen. Wenn Sie nicht selbst das verwirklichen, was Ihnen gegeben ist, wer dann? Ich... also... Das Leben meint es gut mit Ihnen. Greifen Sie zu. Jetzt liegt es nur noch an Ihnen selbst. Es ist vollbracht, mein Herr. Danke, George. Gehen Sie ruhig schon vor. Ich komme gleich nach. Gewiss. Es ist Zeit für mich zu gehen. Moment! Bleiben Sie noch! Ich habe so viele Fragen. Das glaube ich gern. Aber alles hat seine Zeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey Opa, erzähl weiter. Oh, was? Die Geschichte ist doch noch gar nicht zu Ende. Doch, Julia. Jetzt ist sie zu Ende. Der Mann vorhin war der Mann von früher? Ja, das war er. Er hat mich gegrüßt, weil er mich offensichtlich ebenfalls wiedererkannt hat. Aber dieser Mann sah doch viel jünger aus als du. Eben. Damals war ich natürlich der Jüngere. Und der Mann, naja, er sah genau aus wie heute. Höchstens 40 Jahre alt. Hast du ihm das Elixier geschenkt? Ich glaube, es war genau umgekehrt. Aber das erkenne ich erst jetzt. Du wolltest doch mit dem Professor darüber reden. Oh, das habe ich auch. Nur lief es überhaupt nicht gut. Als ich nämlich so da saß, allein auf der Bank am Bahnsteig und über diese seltsame Begegnung nachdachte, stand plötzlich Professor Krenzwart vor mir. Er war sehr ungehalten. Wo kam er her? Keine Ahnung. Er war einfach da. Dabei bin ich mir absolut sicher, dass er nicht aus dem Zug ausgestiegen ist. Und wütend war er, der Herr Professor. Wieso? Ja, er warf mir vor, eingeschlafen zu sein, während ich auf den Zug wartete. Er behauptete sogar, schon einige Zeit auf mich gewartet zu haben, bevor er mich schließlich schlafend auf einer Bank sitzen entdeckte. Das alles behauptete er. Das ist gemein. Ja, es kam leider noch gemeiner. Später versuchte ich, den Professor natürlich doch noch auf das Elixier anzusprechen. Aber er lachte mich nur aus. Er behauptete, das alles wären Phantastereien, Hirngespinste, nichts weiter. Bei allen seinen Forschungen
hätte sich alles als Unsinn herausgestellt. Ausnahmslos. Alles wirkungslose Pseudomittel. Du hättest es ihm doch beweisen können. Hätte. Warum hast du nichts von dem Elixier genommen, Opa? Dann könntest du auch noch viel, viel länger machen. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Einen ganz, ganz dummen Fehler. Ich habe dem Professor geglaubt. Ich hatte ihm sogar von der Begegnung mit dem seltsamen Mann erzählt. Doch der Professor meinte, ich hätte mir all das nur eingebildet. Das alles war für ihn nur ein Traum, mehr nicht. Und ich habe dem Professor geglaubt, weil alles so unwirklich erschien. Geradezu fantastisch. Gegen alle Vernunft. Ich war offenbar wirklich einfach nur eingeschlafen. Also hörte ich danach auf, mich weiter mit dem Elixier zu beschäftigen. Anstatt mich weiterhin mit Träumereien lächerlich zu machen, konzentrierte ich mich von da an auf meine wissenschaftliche Karriere. Welche Zeitverschwendung. Ich glaube dir, Opa. Ja. Danke, Julia. Versprich mir bitte eines. Was auch immer kommen mag, was auch immer andere über dich denken mögen, lass dich nicht beirren. Vertraue dir selbst und verwirkliche deine Träume. Egal wie verrückt sie auch erscheinen mögen, es gibt nichts Wichtigeres. Ja klar. Gut. Und wenn ich groß bin, dann werde ich das Elixier machen. Für dich, für Oma und für Mama und Papa und alle, die ich kenne. Ja, das wirst du. Da bin ich mir ganz sicher. Hörten von Zeit zu Zeit, ein Hörspiel von Andreas Strohmeier. Es sprachen Karl und George Andreas Strohmeier, Julia Marlin Strohmeier, Gertrud und Reisender Tina Wolf, Bahnangestellte Intro und Credits Anja Klukas, Regie, Schnitt, Musik und Sounddesign Andreas Strohmeier, Idee und Covergestaltung Michael Till Lamprecht. Neben diverser selbst hergestellter Sounds wurde noch Musik und Sounds von freesound.org verwendet. Dieses Hörspiel steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0. Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung. Für das dem Hörspiel zugrunde liegende Hörspielskript mit dem Titel Der Alte und der Junge, welches unter folgender Adresse herunterladbar ist, www.till-lambrecht.de/Drehbuch, gilt die Lizenz Creative Commons 4.0, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen.